wir waren in Straßburg. Und da haben wir dann gesehen, dass sie verstorben ist. Also über die Nachrichten sagten sie uns das. Und über Zeitung haben wir gesehen, also fanden wir schon ein bisschen. Also sie war immer eine sehr nette Frau. Ja, ich habe sie immer sehr eigenwillig eingeschätzt. Und meine Töchter haben, als sie jung waren, immer gesagt, den will ich als Vater, das war der Baudouin. Sehr bedauerlich, dass Fabiola gestorben ist. Wir haben sie allzeit immer gemocht und sie war eine tolle Königin. Das habe ich in Erinnerung und will es auch in Erinnerung behalten. Ich fand die Fabiola schon in Ordnung. Die passte richtig zum Baudouin, würde ich mal sagen. Schade, dass sie keine Kinder hatte. Richtig lieb und nett war die immer. Ich habe sie immer gemocht. Ach, da war eine sehr nette Frau, intelligent und da für das Volk da. Die Königin, ja, die hat das gemacht, wie sie es machen sollte. Die war beliebt. Die passte auch richtig bei ihrem Mann, bei dem Baudouin. War ein schönes Koppel. Ich finde, die Fabiola, die war einmalig. He? Es war wirklich eine gütige Dame, irgendwie, finde ich. Ich muss sagen, ich bin mit Baudouin und Königin Fabiola aufgewachsen. Und ich fand es eine sehr nette Dame, immer fürs Volk da. Also mir tut es leid, dass sie verstorben ist. Sehr gute Frau war das. Und sie wusste ja, als die Königin auch für die Waisenkinder da war. Die war immer für die Waisenkinder da. Ich bin ja auch Waisenkind gewesen. Ich habe die Mutter sehr früh verloren. Und die kam öfters im Waisenhaus. Das heißt, Sie haben sie auch persönlich kennengelernt? Persönlich auch, Baudouin. Und der Mann auch. Ich kann an meine Schwester denken. Die war früher, hat die in Tournai gelebt. Ja, und die waren mit Nachbarn zusammen und da gab es auch ziemlich viele Probleme, so gesehen. Und sie konnten da auch nicht wohnen bleiben und die hatten wirklich, die sind angehört worden, die sind auch geholfen worden. Von der Königin? Von der Königin. Das sind schon Jahre her, aber vergessen werde ich das nicht.